Herzlich willkommen zurück zum Football Manager 2019. Cloud Saving, der größte Ronny aus Ronnyhausen, wettet, dass er während der Aufnahme jetzt 1,5 Liter Cola Zero vertilgen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schaffe. So. Ich habe ohne euch ein Testspiel gegen Leipzig absolviert. Die haben zwar nicht die beste Startelf aufs Feld geschickt, aber trotzdem eine Elf, die meiner meilenweit überlegen ist, und haben auch 2-0 gewonnen. Relativ verdient. Wir haben viele Chancen auch gehabt, vergeben. Die hatten genauso viele Chancen wie wir ungefähr. Aber die höhere Qualität der Chancen war bei denen dann ausschlaggebend. Ich habe auch vielen Spielern wie Knechtel und Matuidi Spielpraxis gegeben. 1-0 war ein direkt verwandelter Freistoß, beziehungsweise ein Freistoß, der an Pfosten geht und Nachschuss verwandelt wird, also ihr seht. 2-0 war ein Elfmeter, dem ein super Spielzug vorausging. Ein einziger langer Ball, der mein Team zerstört hat. Jo, Heizenberg sich den Ball zurück. Klostermann aus dem Fußgelenk, ein langer Ball. Perfekt gespielt. Hier pfeift der Schiri Elfmeter, warum auch immer. Ja, der verliert dann den Keeper. Turn for one. Der geht nicht unter. Holy Favorit, wir haben beim letzten Mal in Heidenheim gewonnen, dann zu Hause gegen Darmstadt verloren. Haben jetzt 9 Punkte aus 4 Spielen. Nach dem Spiel gegen St. Pauli kommt Düsseldorf, dann kommt Freiburg, also die beiden Absteiger, es wird nicht leichter. Dann geht es nach Duisburg, nach Dresden. Also. Eigentlich ist das Setting da dafür, dass wir unseren guten Start jetzt. Das wäre realistischer wird. Ich habe mich für die Aufstellung entschieden. Mal überlegen, ob ich die beiden tauschen sollte, lieber nicht. Eigentlich dieselbe Formation, mit der wir in Ingolstadt gewonnen haben und in Heidenheim. Düsseldorf 3, Freiburg 1, Duisburg und Dresden im Mittelfeld. Aber Auswärtsspiele. Oh, schlechter Pass. Ansonsten eine super Position noch für Azuzi. Der Pass war da nicht miserabel. Stürmer. Spielen gut. Mamba zieht durch. Oh Mensch. Bitter, 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 was wir schon wieder für Chancen, also was wir für Chancen haben, ist natürlich nicht bitter, was wir aus den Chancen machen. Jetzt aber. Bitte, Ritti! Das Tor ist leer! Oh.
ich drehe am Rad, Damen und Herren. Gegen Darmstadt hätten wir schon nicht verlieren müssen, da haben wir Chancen en masse vergeben. Jetzt geht's hier weiter. Wir drücken aufs Tor. Drückend überlegen. Schaffen es wieder mal nur den Keeper warm zu schießen. Das Aluminium. Maric übrigens hat im Tor statt Zweit, das habe ich noch nicht gesagt, aber das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Können wir ein bisschen wechseln. Boah, ist das geil! Boah, ist das geil! Was für ein Tor! What? Ja, Maric Vorlage. Das gibt's ja gar nicht. Der hält diesen Freistoß. Und dann Mamba löst sich hier super vom Abseits. Dann kommt ein langer Ball. Und da ist er durch. Und dann macht er rein. What? Und nochmal, do it again. Sehe ich hier gerade die Wiederholung? Nee. Wieder ein langer Ball von Maric. Kokulierte Nüsse, Corny Chong und Cola Zero. Mein Universalrezept für Aufnahmen des Football Manager. Wie wir hier auftreten, das ist ja bisher kaum zu fassen. Boah, dann kriegen wir den Ausgleich aus dem Nichts. Ich sag hier nichts mehr. Mark und David. Der kann natürlich Tore schießen. Auch gegen Darmstadt, so, wir haben überragend gespielt und uns nicht genug belohnt und dann haben wir eine verloren. Liegt er nicht auf dem linken Außenverteidiger? Mögt sie gerade wohl mehr als Pirano? Wo alles Vegetarier? Ach, Vitaritti. Ach, Vitaritti! Irgendwann ist dann natürlich die Krise da, wenn man merkt, man kriegt die Ergebnisse nicht, obwohl man viel besser ist. Mamba in die Pamba. Chancenverhältnis sagt eigentlich alles. Aber was eigentlich zählt, ist das Torverhältnis.
Wir sind wieder wie vorhin beim Ausgleich den zweiten Ball verlieren. Ein typisches Tor nach dem zweiten Ball, was wir gerade gekriegt haben. Eigentlich ist aber erklärt vom Bark. Dann verlieren wir aber das. In der Fälle David das nächste Duell. What? Was war das denn? 500 km/h Tor? Ein Schuss wie ein Strahl. Witteritti. Hochverdient. Und bleibt aber, seitdem der das nach Düsseldorf gewechselt ist und nur auf Laie bei mir spielt, spielt er drei Klassen besser. Wie ein Strahl. Hochverdiente Führung. Aber in St. Pauli steht es gefährlich. Muss gar nicht tauschen. Mal einfach so weiter. Nicht zu, dass sich das Blatt wendet. Wie spreche ich mal besonderes Vertrauen zu? Weiter geht's. Faulen lassen können, David. Ich sehe gerade mit dem Rolling Dice ab, der Rolling Dice Ballannahme. Boah! Schöner Schuss von Serrano. Schöne Parade. Ich habe übrigens typisch Mann, ist mir heute, 21.12. eingefallen, ich könnte ja mal Weihnachtsgeschenke kaufen. Und Geschenkpapier. Wollte das Geschenk rufen. Was? Geschenke ohne Geschenkpapier verschenken. Was? Warum? Warum? Der Ball ist doch eigentlich geklärt. Aber liegt an der Darstellung. Guck mal nochmal im 2D, da sehen wir nicht irgendwelche, wenn die am Ball vorbeispringen oder sowas, wenn da Darstellung falsch ist. Also der Ball geht in den Fünfer, das heißt Maric muss ihn haben. Na gut, hier muss er raus, entweder kommt Maric richtig raus oder bleibt auf der Linie. Jetzt steht er so halb. Jetzt macht er hier diesen Fehler, den viele Keeper machen beim Rauskommen. So, das war schon soweit. Hier geht er einen Schritt. Und ist dann unschlüssig, dann kommt er doch durch. Okay, dann war es auch ein Fehler durch die Darstellung. Wie gesagt, Pauli braucht nicht viele Chancen für die Tore. Man will ja vergeben heute. Ich sehe eigentlich keinen Grund, hier irgendjemanden auszuwechseln. Alle fit. David ist ein bisschen schlecht heute. Sechser. Ich denke mal, Bark kann das nicht spielen. Ich will Knecht bei so einem Spielstand nicht in jeden Verteidigung stellen. Sollte ich wirklich den ganz defensiven Außenverteidiger? Sechser spielen?
zu heikel. Holdout für David. Etwas mehr fordern. Nicht schießen. Jetzt hatte ich nicht auf die Kontertaktik, ich überlege mal, wie könnten wir am sinnvollsten weiterspielen. Magst du die Zimmer für Haifa? Mach's wie in Heidenheim. Kuri! Ach Kuri! Jede Woche dasselbe Spiel! Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so aufgedreht bin. Aber es ist, weil das Momentum kippt. Wir haben 3 Spiele voll gewonnen. Und wir werden das jetzt noch verlieren, das Spiel, und dann gucken wir uns alle doof an und keiner weiß, warum wir das verloren haben. Es steht 28 zu 6 Schüsse. Das sagt zwar nichts, aber die Qualität der Chancen spricht auch für uns. So ein Last-Minute-K.O. wäre wirklich ungünstigst. Immer, aber... Da bringe ich Knechtel für Zickert und lieber Puri raus. Puri raus. Susi den Schattenstürmer. Warum sollte er nicht direkt schießen? Wir haben vom 27 Schüsse waren 12 aus der Distanz. Bei denen waren 4 von 8 aus der Distanz. Ja. Bitter, dass wir das nicht gewonnen haben. 2 verschenkte Punkte. Aber okay. Ganz starke Leistung. Leider. Unglückliches Ende.
Stopp, stopp, stopp. Keine Highlights laden, bitte. Ja, lade doch Highlights. Guck mal, was du denkst. Bitter, bitter. Nächsten beiden Heimspiele werden nicht leichter. Sieg wäre verdient gewesen. Mamba, bester Mann auf dem Platz. Don't add me. Was das denn bedeutet? Vorlage von Marit war natürlich Luca. Auf einmal auch in der Taktik spielen. Will zu Hause nicht zu viel. Wie funktioniert denn so schlecht? Park. Ticker, die sind so stark im Training. Mein Computer spinnt gerade ein bisschen, guck mal da.
Düsseldorf jetzt macht, die in Dresden. Was mir ist wichtig, dass wir das in Pauli nicht noch verloren haben. Aber Sieg wäre mehr als verdient gewesen. Verlieren. Wenn Nils Petersen zum fünften Mal im fünften Spiel trifft.
das Training loben. Ich habe erst mal gelesen, Akas Training beenden. Mal gesagt, bist du gut, du brauchst nicht mehr mittrainieren. Hat doch die letzten Spiele gespielt, oder? Ich will nicht weg, naja. Irgendwo oben. Jammer, jammer, heul, heul. Immer das gleiche. Punkte aus 4 Spielen ist schon aller Ehren wert. So zeitlich natürlich schwierig, noch ein zweites Spiel zu schaffen, was ich eigentlich vorhatte. Schauen wir mal gucken. Kann man beim nächsten Mal 2 Absteiger zulassen. Vielleicht kriegen wir es hin. Da reichen wenig Informationen. Haben wir noch einen Samstag spielen. Das heißt, wir hatten ja jetzt, weil wir Freitag gespielt haben, die ganze Samstagssimulation drin. Und vor dem Düsseldorf haben wir noch so eine ganze Samstagssimulation. Kriegen wir schnell. Mehr oder weniger. Muss ja. Der läuft wieder fit. Ja, nächsten Anlauf nehmen, versuchen zu verkaufen. Zufrieden, wie sein Trainer Maximilian Zimmer behandelt. Wahrscheinlich, weil es hier nicht besser geht. Das ist ein ganz schön kleines Arschloch. Er hätte mehr Training für das technische Offensivspiel absolvieren sollen. Warum hast du das nicht gemacht? Hallo, darf er in der Winterpause gehen? Zu Hause nur 0-0 gegen Aue. War wahrscheinlich nicht so eingeplant. Nach Düsseldorf dann englische Woche.
Wir dann überhaupt englische Woche, so Gebhardt, okay, ein Tag verletzt, ja, ist nicht so schlimm. Ja, 5 Tage bis Duisburg. Also Montagabend. Da sind wir noch gnädig erwischt. Hätten ja auch Samstag, Dienstag, Freitag erwischen können. Von der Pause her nicht so gut. Ich habe meinen Kader kurz genug, aber da muss ich wenigstens jetzt nicht so rotieren, wie es dort hätte müssen. Ich hoffe, Nils Petersen ist diesmal gnädiger als ein 16er Manager mit mir. Dum 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 dum. Peter ist an der Torschützen, an der Spitze der Torjägerliste. Frage bisher mit einem Arschtrein Weste. Heidenheim ist Dritter, die haben bisher einmal verloren, zwar gegen uns. Top-Torschütze ist Energie Cottbus Philipp Mamba, das kann ja gar nicht sein. Na genau, hier, bittere die 3. Achso, wer ist hier? Kral wahrscheinlich. Ein Spiel, da habe ich ein Tor geschossen, das heißt Mamba ist natürlich Top-Torschütze und Serrano Top-Vorbereiter, wer sieht verletzt. Naja, der wird wahrscheinlich nie wieder fit rechtzeitig. Mamba hat schon gezeigt, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Uri ist halt bitter. Und meine Innenverteidiger mit den meisten entscheidenden Tacklings, das ist gut. Damit sind ja positive Tacklings gemeint, nicht verursachte Elfmeter. Champions League hat auch schon begonnen. Wie sich das Standardtraining auszahlt die Woche. Die ersten beiden Spiele waren 2 hochrangige Siege. In Heidenheim war ein bisschen glücklicher Erfolg, hätten wir auch unentschieden spielen können. In Darmstadt eine unverdiente Niederlage. Jetzt in Düsseldorf, in St. Pauli hätten wir auch gewinnen müssen. Sagen wir mal, gegen Heidenheim haben wir 2 Punkte zu viel geholt, gegen Darmstadt 1 zu wenig und gegen St. Pauli auch 2 zu wenig, das heißt, wir hätten theoretisch 1 Punkt mehr haben können. Dann wäre alles gerecht. Ja, wir haben immerhin 10 Punkte aus 5 Spielen. Ein Viertel für die Rechnung Klassenerhalt ist schon gemacht.
Ich habe mal die halbe Miete noch weit vor der Winterpause. Das wäre zumindest schön. Das hier sind 40 Punkte für den Klassenerhalt. Mut reflektiert in erster Linie, wie engagiert und ja, tatsächlich, mutig ein Spieler ist. Ein mutiger Spieler riskiert mehr Verletzungen in Situationen, die ein vorsichtiger Spieler scheuen würde. Sie gehen dahin, wo es weh tut und machen die Schnur fürs Team. Mut ist gut, aber Übermut tut selten gut. 3 Euro ins Phrasenschwein. Wenn wir im nächsten beiden Spielen nicht leer ausgehen, bin ich doch ganz zuversichtlich für den Rest der Hinrunde. Ansonsten hat sich das Momentum gedreht. Da müssen wir mal schauen. Duisburg und Dresden auswärts. Auswärts spielen wir ja derzeit überragend. Ich sage mal voll, dass sie so defensiv ist und sich einigeln sollen. Macht ja gar keinen Spaß. Jetzt hier auf 0-0 zu spielen, zu Hause. Spieler, die weniger als 100 Senior-Spieler absolviert haben, werden eher Mentoring annehmen. Okay. Mir ist bisher noch nicht aufgefallen, dass die auch ablehnen. Vielleicht ist es dann erfolgreicher. Das ist gut zu wissen, wenn es dann mal eine Marke. 100? Ich finde 102 sinnvoller. 102 sind 3 Saisons, weil 34 mal 3. Aber 100 ist auch Faustregel, die man sich gucken kann. 102 werden dann auch nur voll durchgespielte Saisons. Schaffen bei mir die Spieler selten, weil sie bestimmt irgendwann mal Geld gesperrt sind. Verletzt sind oder rausrotiert werden. Duisburg auch gut in Form. Haben wir ja was vor uns. Schlechtes sollte die Spieler eher ermutigen als zur Schnecke machen. Dass sie sich ganz aufgeben und sagen, ja, ist mir auch jetzt egal. Bei Wetter eher lange Bälle spielt, bei schlechtem Wetter. Ja, bei Wetter, ich meine. Darmstadt hat das ein bisschen vergessen. Da ich bei Darmstadt haben irgendwie nicht gelesen, bei schlechtem Wetter sollte man lange Bälle spielen, sondern bei Wetter. So spielen sie immer lange Bälle. So, Marcelo, was ist hier los? So schlecht? Warum trainierst du so schlecht? Was macht denn der Gebhardt? Überhaupt trainiert? Wenn sie mein Alter berücksichtigen. Was für eine Aussage. Dieses, ich bin alt, ich kann scheiße trainieren. Wer der Hintern hier, wenn ich das lese?
machen das Spiel jetzt noch, auch wenn es länger geht damit die Folge. Hoffe, es simuliert dich nicht so lange. Jetzt kommen die ganzen Jugendlinien wieder. Wie gut das jetzt klappt, nicht ganz so offensiv zu spielen. Flut haben wir einfach überrannt, vielleicht auch überrascht. Darmstadt hat uns dann ausgekontert. Nach dem frühen Freistoßtor von Halper. Heidenheim zu Hause war mal auch besser. Wir haben beim ersten Meterschießen gewonnen. Waren aber auch nicht immer stabil. Das ist halt der Nachteil, wenn man sehr offensiv spielt. Jetzt auswärts waren wir mit der Taktik eigentlich immer stabil, deswegen probieren wir es jetzt mal gegen Düsseldorf, wenn es gut funktioniert, dann auch gegen Freiburg, die ich aufgrund der Form noch einen Ticken stärker einschätzen würde. Sicherlich habe ich mir die Veränderung nicht angeguckt in den Kadern, aber Freiburg hat Nils Pedersen und damit den besten Spieler der Welt. Gucken, ob ich den dann in Manndeckung nehmen werde beim nächsten Mal. Lesen wir SC Star. Ich denke mir, die ganze Warum spielt Sanese gegen meine eigene U19? Keine Ahnung, was ich hier schon wieder sehe. Wie spannend, die U19 von Grundhof Groß Asbach hat gegen Waldhof Mannheim U19 verloren. Dafür spielen wir doch den Manager. Solche Ergebnisse jetzt auch. Aber langsam fertig simulieren. Wir werden doch nicht mehr spielen gegen Düsseldorf jetzt. Wenn wir die Aufstellung machen, ja, ist 50 Minuten rum. Machen wir beim nächsten Mal dann die beiden Aufsteiger. Absteiger zu Hause. Walter gehört in der Euro-Quali zu den Mannschaften, die am wenigsten gegen durch direkte Freistöße in 4 und 6 Spielen kassiert haben. Die haben 4 direkte Freistöße in 6 Spielen kassiert und das ist mit am besten. Ja, Halleluja. Du bist ja gefühlt jedes zweite Tor nach einem direkten Freistoß rein. So. Marit bleibt im Tor. Nehme ich raus. Ja, Kiprit könnte eigentlich auch mal spielen. Barry ist leider verletzt. Sachanenko nehme ich mal mit auf die Bank. Frage ist, wen stelle ich auf die 6? Sanese. Ich könnte Sachanenko mal die Chance in der Startelf geben.
oder es macht halt wieder. Wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann schon mal gegen die beiden Aufsteiger. Ich überlege mir jetzt eine gute Aufstellung und dann schauen wir mal. Tschüss.